Willkommen zurück bei Cities XL 2012. Wir sind gerade mittendrin im Brückenbau. Ich überlege noch, ob wir mal eine. Baukosten sind kolossal. Ist eine super Angabe. Aber können wir auch mit Bürgersteig eigentlich mal eine bauen, oder? Die Baukosten sind halt echt riesig. Das ist allerdings erstmal kein Problem. Wir haben genügend, was mir aber ein bisschen Kopfschmerzen macht. Sind die Betriebskosten 1700? 1700. Uiuiuiui. Können wir hier mal direkt wieder was ranführen. Und zwar wollte ich doch die Schwerindustrie noch mal ein bisschen auf Vordermann bringen. Schwerindustrie mittlere Dichte, wann kriegen wir die große Dichte auf 75.000? Genau, nochmal die Schwerindustrie. Moment, nochmal kurz was anderes bauen. Ja, nochmal eine, kann ich hier eine gerade. Scheiße. Moment, das machen wir anders, das führen wir hier so weg. Gerade. Und jetzt geht's los mit der mittleren Dichte der Schwerindustrie. Brauchen wir natürlich auch wieder. Obwohl, vielleicht nur ein paar Ungelernte. Das würde vielleicht schon reichen. Können wir vielleicht hier auch noch mal eine kleine Brücke bauen, oder? Sieht immer so schön aus mit vielen Brücken. Das gefällt mir immer an Städten. Brücke. Da reicht aber eine kleine, keine einspurige, so eine kleine Alleebrücke können wir nochmal bauen, oder? Ja. Oh, hier, geiles Fundament haben die. Bisschen niedriger, die muss ja nicht ganz so hoch werden. Aha, und jetzt führt es das auch automatisch wieder ran. Kosten halt viel im Unterhalt, sieht echt super aus. Ach ne, die haben wir noch gar nicht. Ah doch, 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 Moment. Hier hinten haben wir die schon mal. Das hier war also eine kleine Eisenbrücke. Und das hier hinten eine größere mit Fußgängerüberweg. Geil, oder? Ich finde es so spitze, dass man hier so weit reinzoomen kann. Wir hören Autogeräusche allerdings. Hup, kein Auto unterwegs. Brauchen wir denn noch Einwohner? Ich denke, wir können noch ein paar Einwohner bauen. Verfügbarer Passagiertransport ist halt hier nicht so gut. Dann kriegen wir die Autobahn. Ach ja, 500.000, da war ja was. Aber der Passagiertransport kriegen wir gleich ab 50.000. Deswegen erhöhe ich. Was haben wir denn? Wasser ist noch okay. Abfall, es kostet wieder so viel. Schwerindustrie, kriegen wir wieder was dazu. Produktionsgewerbe. Da warten wir noch kurz, bis wir da die 50.000 erreicht haben. Wir machen so weiter noch mal kurz mit der Schwerindustrie. Bauen da noch ein bisschen mehr dazu. Und auch hier wieder eine kleine manuelle Verbindung. So. Und dann brauchen wir noch ein paar ungelernte Arbeitskräfte. Auch die dürfen am Wasser wohnen. Ist nichts Abwertendes, keine Angst. Um Gottes Willen. Ruhig noch ein paar mehr. Obwohl. Reicht das schon, um die 50.000er Grenze zu knacken? Könnte. Spätestens mit den Qualifizierten, die ich jetzt nochmal hinzufüge, dürfte, das wird es auch reichen. Guru, dann stellt euch mal darauf ein, dass gleich wieder was ins Bild geflogen kommt.
Da kam es auch schon, nächste Stufe bei 75.000. Wir haben jetzt mittlere Wohnhäuser für die Führungskräfte, mittleres Produktionsgewerbe und noch was anderes freigeschaltet. Genau, hier die mittlere Dichte für die Führungskräfte, dann Produktionsgewerbe, auch mittlere Dichte, endlich. Da brauchen wir jetzt alle drei Sorten schon, die wir freigeschaltet haben, ungelernt, qualifiziert und Führungskräfte. Erfolg. Oh. Das ist ein Erfolg. Wir haben 50.000 Einwohner, obwohl Kraftstoff fehlt. Dann nehmen wir halt mal kurz den Kraftstoff zurück. Dann dürften wir auch da wieder genügend haben. Wir haben noch genug. Ist der blöd? Hätten wir eigentlich so lassen können. Ist egal. Was wollen wir? Mittlere Dichte Produktionsgewerbe. Was haben wir denn jetzt noch? Bevölkerungsstufe 2 erreicht. 50.000 Einwohner plus 50 Punkte. Ich weiß nicht, was das für ein Punktekonto ist, muss ich sagen. Keine Ahnung. Das hier oben kann man auch übrigens wieder einklappen. Ach, hier stehen auch die Erfolge. Können wir mal kurz reinschauen. Cashflow minus 5.000. Bau. Gibt also eine ganze Menge. Wer da drauf Bock hat, kann sich das angucken. Da unten standen auch die Punkte, oder? Punkte, ja. Was soll's? Baupläne? Ach, genau. Das wollte ich euch. Hatte ich das schon gezeigt? Moment, wir gehen erstmal hier durch. Einzelhandel. Haben wir, glaube ich, noch genügend. Haben wir nochmal Hotel dazu bekommen? Urlaubshotels haben wir noch eine Menge, aber da können wir halt echt keine bauen. Grundversorgung. Strom. Wie sieht's denn aus mit dem Strom? Ist noch okay. Wir können, denke ich mal, erstmal Abfall bauen. Das hier war doch eine Mülldeponie. Da können wir auch nochmal einen Schrottplatz verbauen. Vielleicht auch nicht so verkehrt. Kessel macht das eine Windrad mit ein. Oh, es fehlen Arbeiter an jeder Ecke. Die müssen wir mal schnell bauen. Mittlere Dichte für Qualifizierte wieder. Hier passt nichts hin, oder? Nee, natürlich nicht. Ach so, hier war schon zu steil. Kriegen wir hier noch mal was dran? Genau, hier auch noch mal. Und Führungskräfte auch mittlere Dichte. Dann sehen wir auch mal, wie das bei denen aussieht. In der mittleren Dichte, ruhig noch ein paar mehr. Wir können dann noch mal so ein paar Bürokomplexe bauen. Die baue ich halt immer echt sehr gerne, weil die auch gut Geld abwerfen eigentlich, weil das viele sind. Die laufen immer relativ gut und da gibt es nicht so viele Probleme mit denen. Städtische Einrichtung, Bildung. Oh, eine Mittelschule und eine Schule. Sieht doch eigentlich gut aus mit der Bildung, oder? Gibt keine freien Stellen. Ja. Macht mal halblang. Gibt gleich wieder was. Brandschutztechnisch. Oh, ja. Lebensumfeld. Wollen wir mal so einen Park bauen? Aber da kostet doch auch. Was kam der? 3000? Nö, den bauen wir doch nicht. Jetzt haben wir hier die öffentlichen Verkehrsmittel endlich freigeschaltet. Das wundert mich, dass es so spät kommt. Und auch hier nochmal eine neue Straße freigeschaltet. Große geschmückte Allee. Wie sieht denn die aus? Okay, wenn man die baut, kommt dann noch ein bisschen was dazu. Öffentliche Verkehrsmittel kosten auch sehr viel, eine Busgesellschaft. Nicht genügend Arbeit für Führungskräfte.
Da kümmere ich mich mal kurz drum, indem ich noch mal ein paar Büros baue. Habe ich jetzt mittlere Dichte? Ja. So, da können dann noch mal ein paar dazuziehen. Bräuchten wir auch noch. Können eigentlich. Ja, wir lassen das erstmal. Wir waren beim Transportwesen. Die Busgesellschaft, wie war denn das? Wenn ich die jetzt baue, ich baue die jetzt erstmal. Genau, dann gibt es hier Endhaltestellen. Was hatte denn? Verwalten Sie bis zu 3 Buslinien. Und eine große Endhaltestelle, 12 Buslinien. Da muss ich noch mal kurz grübeln, wie das war mit den Haltestellen. Ah, ja, genau. Kann ich halt nirgendwo bauen. Ah doch, Moment. Die kleine Endhaltestelle. Wir probieren das jetzt einfach mal. Das kostet Betriebskostenvariabel. Jetzt sehen wir, wo der überall lang fährt und was der dann oder wo der überall die Leute mitnimmt. Ich führe das aber erstmal durch das Viertel der. Müssen wir natürlich so legen. Wir bauen das mal anders. Hier eine Haltestelle. Hier oben. Hier. Dass wir das hier erstmal alles so abgrasen. Hier. Dann hier wieder zurück. Ja. Ja, jetzt haben wir es gebaut. Länge der Buslinie 7 Kilometer, Unterhaltskosten 2700, Bustyp normal. Boah, könnte man da noch irgendwie was machen? Es kostet halt eine ganze Menge, aber ich glaube. Moment. Oh, wir bräuchten noch ein paar mehr Büros. Jetzt sehe ich, dass hier drüben steht das auch da. Transport. Bringen die uns nicht Geld ein? Verwaltung der Buslinien. Aha, doch hier war das. Warte mal. Doppelbus können dann die Busse noch erhöhen, falls die Auslastung zu hoch ist. Auslastung 24%, das steigt jetzt noch ein bisschen. Haben wir eben erst gebaut. Bringt uns das nicht auch Geld ein? Mensch, sag mal. Können doch nicht alle umsonst damit fahren. Brauchen aber noch ein paar Bürogebäude. Hatte ich gerade noch gesehen. Zufriedenheit? Ja, geht schon. Preis, Leistung. Stellenangebote, Verkehr, alle relativ zufrieden. Grünflächen. Bräuchten die hier hinten ein paar mehr. Moment. Halt, in die Statistik wollte ich. Freie Stellen, 7. Brauchen nämlich wieder ein paar neue Wohngebäude für sämtliche Arbeiter. Wieso darf ich hier nichts bauen? Sonst. Ach so, Moment. So geht's erstmal. Da
Mache ich das hier hinten noch voll? Na, jetzt. Genau. Super, mit zwei Verbindungsstraßen nochmal zwischendrin. Und die hier oben auch nochmal. Und ihr seht, die Stadt, die wächst und wächst und wächst uns hoffentlich nicht über den Kopf hinaus. Hier ist nämlich schwer was los in Alpetown. Industrie. Kam bei der Freizeit. Ach, hier, guck mal an. Ein Swimmingpool kam für Freizeit dazu. Was kostet denn der? 2.500. Boah, Leute. Wir bauen mal zwei. Jetzt kommen einige neue Einwohner hinzu und auch die Industrie. Die Schwerindustrie bauen wir nochmal. Die bringt nämlich auch ordentlich Geld. Ich habe mal so. Ne, Moment. Warte mal. Jetzt bin ich gerade verkehrt. Hatte ich schon mal irgendwo eine mittlere Dichte für das Produktionsgewerbe gebaut? Das hier unten ist doch alles Hightech-Industrie oder Pharmakonzern? Genau. Ist egal, Schwerindustrie, Industrie brauchen wir trotzdem. So. Schwerindustrie. Hightech können wir vielleicht auch noch ein bisschen bauen. Hohe Dichte ab 750.000, wisst ihr Bescheid. wird langsam unser Städtchen, die Framezahl, die sinkt auch ganz schön ein, ist aber bei dem Spiel nicht so wichtig. Hier gibt es ja keine schnellen Bewegungen. Ich sehe gerade, die Folge ist schon lange wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen und beim nächsten Mal geht es natürlich weiter. Also, vielen Dank und haut rein. Ciao.